Da sind wir wieder bei Let's Play Brothers A Tale of Two Sons, Folge 3. So, jetzt muss ich mal ganz kurz wissen, wir sind von hier gekommen, oder? Ja. Gut. Was heißt, wir müssen hier irgendwas machen? Okay. Ich glaube, das war ein Fehler, kann das sein? Oder? Das Bild zoomt raus. Okay, okay, okay. Ach so, das. Hey, Nai! Ja, dann lauf doch dorthin. Hey, Nai! Hey, Nai! Hey, Nai! Hey, Nai! Jetzt sag mir nicht. Doch. Ach so, okay. Na dann, los geht's. Gut, na dann. Easy. Puh. Da unten die Riesen, keine Ahnung, was sie suchen, ob die nach Gold vielleicht da schöpfen. Na komm mal her, Kleiner, gleich dir hoch. So. Ach du Scheiß. Ach so, er muss also hier kurbeln die ganze Zeit. Okay. Muss weiter kurbeln, glaube ich, anders sein. Oder? Nee, geht doch nur das Ding auf. Okay. Also müssen wir erstmal weiterlaufen hier zu dem nächsten. Alles klar. Jetzt sieht er uns den Wolf kurbeln. So, da können wir aufhören. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier jetzt gerade hinkommen. Aber ich glaube, wir müssen mal weiterlaufen. Ansonsten das Bild nicht weitergeht. Okay, wir kommen jetzt mit großem Bruderchen nach da. Alles klar. Das war hinter die. Kann man auch? Ja, gut. Wir müssen jetzt irgendwie zur anderen Seite. Achso, er kann ja springen. Ja. So viel dazu. So viel, wenn man eine Woche nicht aufgenommen hat. So. Okay. Ja. Ja, wir warten auf den nächsten Haken. Und er muss dann wieder alles. Wo will die Katze machen? Ach, da. Da. Ach, da. Wenn das einmal misslingt hier, dann schön Schrank auf. Kleiner Kobel, was das Zeug hält. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, okay. Ich glaube, ich muss anders. Warum? Dahin.
Und dann sind sie wieder Feind. Juhu. Komm her, Bruder. Yeah. Ne, sie können keine Aktion zusammen machen. Falsch. Nein, nicht da hochspringen. Hä? Wolltest du mich verkacken, ja? Ja, so sieht schon. Ein Speicherpunkt. Da muss ich ein bisschen orientieren dran, auch an dann, dass die Folgenlänge immer hinhaut. So, großer Bruder, du machst den Vorsprung. Den Vorspringer immer. Kann der Kleine mal hochlatschen. Okay, was ist denn das jetzt hier Schickes? Ah, geht's hier auch wieder weiter? Ja. Nee. So, was jetzt? Hui. Da hinten waren wir doch, glaube ich, in der letzten Folge. Kann das sein? So, jetzt haben wir mal wieder hier so einen schönen Punkt erreicht, wo wir uns hinsetzen können. Ja, sieht aus wie so eine Mine. Wo die hier ackern. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Geht es um Gold? Suchen sie das gleiche, was wir suchen? Ah ne, wir müssen in die andere Richtung. Sehe ich schon. Den mal ein bisschen Vorsprung lassen. Na super. Da zerteilt sich alles. Okay. Hier müssen wir uns, wie es aussieht, auch beide ranhängen. Und das hören die Riesen natürlich nicht, weil unser Geschrei, unser Gestammel. Ich glaube, jetzt heißt es Rennen, was das... Oh, Scheiße. Nein, Hussasa. Warte, noch mehr? Nee, gut. Oh. War das unser Freund? Nee. Ach, die Freundin von dem Riesen. Die wird hier gefangen gehalten. Die Schweine. Okay, der Schlüssel hat, den hat er. Okay. Ah, zu cool. Ja. Das ist natürlich die Frage. Mein Orientierungssinn mit beiden ist auch wieder super.
geh da nicht hin. Doch, du gehst da hin. Ja. Könnte die Kamera mal bitte... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir sind so cool. Oh, super. Sehr gut. Sauber. Jetzt geh zu deinem liebsten Mädel. Oh Gott, wo noch verletzt ist, ne? Hey! Maro! Shh, ja. Oh, oh. Nicht gut. Oh shit. Oh shit! Holy shit. Oh Gott. So hat Kaika jetzt nicht gebrauchen hier. So, okay, okay. Oh no, oh, come on. Okay. Also so kann ich es mir nur vorstellen. Dass wir ihn versuchen... Ah, natürlich, klar. Kuckuck, komm. Komm, putt, putt, putt. Sehr gut. Danke. Kannst du unten so viel schreien, wie du willst. Du kommst da nicht mehr raus. Du bist nicht von uns. Hm. Ja, und jetzt? Achso, wir müssen hier runter. Achso, Entschuldigung. Das war mir entfallen. Muss doch hier irgendwie zu drehen, oder? Ah. So. Bitchin. Wir können natürlich jetzt wieder sehen, wie wir hier hinterherkommen. Hallo? Hallo? Da! Ja, aber wie da?
Ach so, wir müssen es. Natürlich, ja. Es ergibt sich von selbst. Keine Frage. Der Jockel muss ein bisschen nachdenken. Und dann geht das schon. Obwohl, selbst denken. Muss ich da nicht. Was hat er denn eigentlich hier hinten am Hintern dran? Ne? Das fällt mir jetzt erst so. So. Was nun? Erstmal Beine ausschlackern. Ja, was ist hier? So eine Falle, oder? Okay, nee, sie macht das Gitter selber zu. Oh. Juhu. Komm her, Schätzlein. Oh, holy, holy, holy! Nein, nein, unfair! Das ist unfair! Na komm! Boah, ich trau mich hier endlich nicht runter. Okay, also muss ich immer da stehen bleiben. Bislang ist es nicht allzu schwer. Jetzt nochmal gegenüber. So, jetzt ist die Frage, wie stellt er das an? Aber er verschwindet er mal. Oh, ist das gemein. Helfende Hände. Danke. Nice gemacht. Kann man nicht anders sagen. Das müsste da hinten irgendwo sein. Vielen Dank für eure Hilfe. Danke, vielen Dank auch für eure. Bishoyama. Bishomaru, Bishoya! Maru, Hadini, ja? Okay. Also, tschüss! Nicht freundlich von euch. Weiter geht's für uns. Jetzt ohne die Hilfe der Riesen. Der nächste Akt. Während unser Papa weiter im Sterben liegt. So ganz besorgt.
Sei ganz besorgt. Sei ganz unbesorgt. So, das wollte ich sagen. Sei ganz unbesorgt. Denn die Kinder werden dir helfen und dich retten. Erstmal ein Lagerfeuer machen. Die Dunkelheit der Nacht bringt die Wölfe hervor. Und es werden immer mehr da hinten. Nein. Wir müssen weiter. Fackeln. Nehmen wir am besten auch eine. Oh, okay. Nee, das mag er nicht so. Also musste unser kleiner Bruder hier. Oh. Das war also nicht so. Okay, das müssen wir machen. Weg! Gehst du weg! Pfui! Weg. Vielleicht kriegen wir ja noch den ultimativen Wolf. Ah, hast du die Gusche verbrannt, wa? Bruderherz, bleib genau hinter uns. Solange jetzt hier nicht von hinten einer ankommt, ist das in Ordnung. Atmosphäre hier. Hängen? Oh Gott, hier hängen welche. Alter Falter. Oh nein. So, der nächste Wolf. Was willst du, hä? Hau stopp. Boah, das ist echt. Das ist mal. Krasser Scheiß hier. Speicherpunkt. Geh weg. Na, der lässt sich nicht so leicht vertreiben, hast du das Gefühl? Jetzt geh schon. Geh nach Hause zu Mama. Auf zum Friedhof. Ja, das hätte ich jetzt auch so erwartet. Okay. Gut, das war der Weg der Wölfe. Also ich denke mal, dass wir auch nur den Vater ja noch haben. Also die Mutter wird dann wahrscheinlich dieses Wesen sein, um die wir am Anfang da getrauert haben, die wahrscheinlich da im Wasser ums Leben gekommen ist. So, was kommt jetzt? Wenn jetzt hier irgendwelche Zombies kommen? Ja! Ach da! Da! Da müssen wir wieder richtig lang. Das wirklich gut. Wen Hadi Ari Ata Mafi. So, was macht der kleine Bruderherz jetzt? Das war nichts, okay. Wozu ist die Glocke hier, wenn ich mal fahren darf? War das klug?
wahrscheinlich gar nichts aus. Oder gleich kommen wirklich die Zombies. Okay, danke, danke, danke. Was ist das jetzt offen? Laufe! Na, Spitze. Wir müssen gemeinsam springen. Ach, hey, Jimine. Okay. Okay, okay, okay. Durchhalten! Was für ein Wildwasserabenteuer hier. Okay. Puh. Nicht schlecht, nicht schlecht hier. Entdeckt. Wäre auch geil, wenn es Errungenschaft gibt. Setzt sich auf alle Bänke, die es in diesem Spiel gibt. Holy moly. Und das ist eigentlich hier auch mal was hier. So, mal die Kamera drehen. Okay. Gut, hier haben wir einen Speicherpunkt und ich würde sagen, da machen wir mal wieder Schluss für heute, haben eine halbe Stunde geschafft, haben dem Riesen seine Frau befreit und ja, sie heil nach Hause gebracht, sag ich mal, und jetzt uns weiter auf den Weg gemacht, um ja, die Hilfe für unseren Vater zu finden. Die Quelle des Lebens, denke ich mal, irgendwie sowas in der Art wird das sein. Und ja, mal schauen, was als nächstes hier auf uns wartet, nachdem wir uns schon Wölfen zur Wehr setzen mussten. Wird natürlich das Wasser wieder noch ein Punkt sein. Aber wie es aussieht, vielleicht geht da hinten noch diese Höhle oder so, könnte auch sein. Mal schauen, wir werden es sehen in der nächsten Episode, in Folge 4 dann. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.